Schnell wie die Stopp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Mein Mikro ist so scheiße weit weg. Nein, zu FIFA 16 im Karrieremodus mit dem Nefkara, dem meckernden Nefkara, ja. Der alte Brummbär, der immer in jedem Spiel bei uns was auszusetzen hat. Ihr kennt das inzwischen ja schon von mir. Ja, ohne Witz. Ich hab doch immer irgendwie... du scheinst vielversprechend zu sein. Du kommst mal auf meine Wunschliste. So, dasselbe gilt auch für einen Ersatz-Linksverteidiger. Da müssen wir eh nochmal schauen. So, da sieht man ja, die Athletik von dem ist ja bahnbrechend. Mustafis Vertrag läuft aus. Ja. Das ist ziemlich interessant. Für uns theoretisch ja im Bolo. Das ist wohl nichts geworden. Das habt ihr ja auch mitgekriegt. Hier, guckt euch den an. Auch eine nette Ballkontrolle. Ganz interessant, heute 4 Folgen am Stück in der Aufnahme, was auch ziemlich genial war. Boah, Alter, hat der Torwart geile Werte dafür, dass... Also ich kenne ihn, aber ich hab nicht, dass er so gut in FIFA ist. Ja, hier Fußballwochenende war ja eigentlich ziemlich cool, nur für mich als Leverkusen-Fan mal wieder nicht. Ah, die Dortmunder. Es war ein spannendes Spiel eigentlich. Beide hätten gewinnen können. Es hätte auch ein Elfmeter passieren können. Bellarabi hätte auch mit Rot vom Platz gehen können. Es gab so einige strittige Situationen, meiner Meinung nach, wo man hier oder so entscheiden konnte. War ein schönes Spiel, schwer zu pfeifen. Und Ødegaard, Alter, was das denn geworden ist? Nix. Ja, und damit haben wir hier auch schon fast alles durch. Interessant. 4 Monate, in 10 Monaten läuft's aus. Das ist auch mal ganz, ganz geil für uns. Alter, 20 und 75. Holy shit. Azir. Nicht schlecht. Ah, Messi, das Vertrag läuft aus. Nein. Wäre es aber auch jetzt gewesen. Na gut. Hat war, wie gesagt, auch schon alles. Und wir springen heute in die Champions League Partie rein. Bisschen rocklich das Ganze. Heute ausnahmsweise mal. Champions League. Hinspiel. Und wir switchen mal aus. Wolf. Darf mal wieder von Beginn an ran. Nandes spielt zusammen mit Basur. Teavis spielt gar nicht, sondern es ist mal wieder Champions League Garell am Start. Beli haben wir neu. Das dauert aber noch was, bis der dann zu seinen Einsätzen kommt. De Jong kommt auf die Bank. Sengraven geht in die Startelf. Korkmaz geht raus. Korkmaz geht für Kötze raus. Papp kommt rein. Cardoso geht raus. Lang kommt rein. Oder Schindler. Schindler kommt rein. Ha, Schindler kommt rein. Lang haben wir auch noch. Wo haben wir den? Haben wir den? Habe ich den verkauft? Nein, da ist er doch. Dachte gerade so, was? Wo ist der hin? Na, Newcop kommt noch auf die Bank. Adlung momentan in keinem guten Zustand. Garcia kommt mit. Garcia kommt mit. Garcia, da, Garcia kommt mit. Havertz übernimmt dann den Linksverteidiger Ersatzposition. Arnors noch dabei. De Jong und Newcop. Hab ich beide zusammenspielen lassen? Nein, Newcop geht raus und dafür nehme ich noch einen für den Flügel mit. Noch einen für den Flügel, 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 da. So. Ich bin am überlegen, ob ich Campagna einsetze in der Champions League. Ja, mal schauen. Ich meine, der spielt ja nicht schlecht, aber ich will erstmal so spielen. Dann, das geht übrigens auf seine Lieblingsposition, auf den auf die rechte Seite. Dann werden wir mal schauen. Eventuell muss ich zweimal wechseln. Aurelio ist gar nicht dabei. Wir können aber nur einen Sechser rausnehmen. Nefkara könnte noch rein. Garcia könnte dann... Ja, das passt, das passt. Nefkara wird einfach die Sechs übernehmen mitten im Spiel. Der momentan keine Form mehr hat. Mr. Gabriel. Nur ein Spiel in der aktuellen Saison nicht torerfolgreich gewesen. Das ist schon eine Marke. Echt nur ein Spiel nicht. Das ist schon richtig, richtig gut. Gabriel hier. Und wir springen rein in die Partie. 1860 München, der Champions League-Sieger gegen ZSK Moskau. Am Dienstag. Ihr wisst, dass ich montags nie reviewe, was die Bundesliga angeht, weil Montag immer schon vorher aufgenommen ist.
Was ganz interessant von meiner Meinung nach war, ist die Partie Bayern gegen Darmstadt gewesen, zu Hause bei den Bayern. Die Darmstädter haben sich teuer verkauft, Sandro Wagner hat auch das 1-0 geschossen, aber dann hat es mal wieder gemüllert. Ohne Spaß, was der manchmal macht am Ball. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Ohne Witz, der ist echt ein genialer Fußballer in der Realität. FIFA ein bisschen zu wenig wert, das liegt aber daran an seinem stopsigen Fußballspiel. Meine Nase, ich bin vielleicht erkältet wieder mal. Das Wetter momentan und alle um mich rum sind krank, ich werde auch immer krank. Boah, würde ich das feiern, wenn die Regionalliga und die dritte Liga eingepackt werden würde in FIFA 17. Und dann noch ein paar Neuerungen im Transferbereich, in dem Karrieremodus, und ich wäre total zufrieden. Also wenn man die Transfers noch ein bisschen besser managen könnte und seine Jugendspieler noch ein bisschen managen könnte, ein bisschen besser alles. Und Ausstiegsklauseln und sowas machen könnte. Halt lieber Fußballmanager früher. Dann wäre der Michi total glücklich. Champions League diese Saison mit einer defensiv B-Mannschaft mit Schindler und Papp. Die haben zusammen ja noch gar nicht gespielt. Interessant diese Saison eh. Nandes, Gabriel. Ah, der Pass war gar nicht so blöd. Der war ein bisschen zu weit auf Keeper-Richtung, aber dass Wolf dieses Laufduell gewinnen würde, war zu erwarten. Garell wieder. Basur, der Rechtsfuß. Oh, da habe ich den Moment ab verpasst. Segraven! Uno! Wolf! Delay! Top! Der Mann ist total geil für das... Ja klar, der war 8 Millionen teuer. Aber das war stark. Da löste sich perfekt. Hier. Und Singraven knallt den rein. Boah, meine Nase läuft und läuft. Das tut mir sehr leid. 1-0. Und was für eins. Da will sich Gabriel lösen. Ist nicht der Erste, der sich löst, sondern Singraven. Gabriel zieht die Verteidigung auseinander. Ganz, ganz gut gemacht. Und Wolf hat da mal wirklich ein Äuglein bewiesen. Und gut reagiert. So, mal gucken, wie die Partie denn jetzt so verläuft. Boah. Stark gemacht eigentlich, Garell und Wolf. Die müssen sich hier ein bisschen lösen. Das funktioniert relativ nicht so stark. Nefka mit einem Pass raus auf Kötze. Auf Delay und Delay dann. Bisschen schwach. Basur. Legen die Bälle hier gut hin und her. Musa. Aber Dragowski ist ein guter Keeper, wenn er aus der Distanz mit so einem schwachen Ball geschlagen werden würde. Wäre bei uns nicht in der Elf drin. Schön rausgelegt. Wolf. Der hat Tempo. Aber leider, leider, leider nicht die Technik mit Ball. Ja, Wolf hat wie gesagt die Technik mit Ball nicht. Die Ballannahme war nicht so schön. Wenn die stärker ist, dann kann er den Ball mitnehmen. So wie Gabriel hier. Das war nicht stark, aber Kötze ist kein guter Zweikämpfer. Muss man dazu sagen. Basur hier dazwischen gewesen. Stellen die erstmal gut zu.
Das geht jetzt schnell, aber mit Fehlern. Aber Nandes kriegt den Ball einfach mit seinem schwachen, mit seinem starken linken Fuß. Aber linke Füße sind nie stark. Einfach nicht rüber. Aber Sinkgraven passt auf. Wow, Wolf. So gut er das eben gemacht hat, so schlecht ist er momentan. Nach dem 1:0. Traumtor. Schön gemacht. Keine Chance. Viel zu stark. Viel zu schlecht von Nandes und Wolf und Buzzer, die momentan große Probleme hatten hier in der Verteidigung. Schönes Tor. Wolfs Pässe haben es eingeleitet und dann passiert es halt relativ schnell. Da spielen wir schlecht. B-Verteidigung ist halt nicht immer die beste Wahl. Vor allem, wenn man sich so das Stellungsspiel unserer Mannschaft anguckt. Schwach! Weißt du, der Typ nimmt immer den falschen Fuß. Immer. Entweder nimmt er seinen starken Fuß in der Situation, wo er den rechten nehmen muss. Und da muss er seinen starken Fuß nehmen. Dann nimmt er dann den schwachen. Wow, echt. Er hat einfach kein Spielgefühl. Der gute Nandes. Der Grund, warum ich noch einen Sechser geholt hatte. Der kann das einfach nicht. Der hat kein Gefühl. Der hat kein Auge für einen guten Pass. Nee, hat er wirklich nicht. Er hat keine Ahnung, wie man einen guten Pass spielt. Sinkgraven. Das war so scheiße, der Pass. Ja, regst du dich auf, zu Recht. Was war das für ein Müll? Crap ohne Ende, der Pass, der ging gar nicht. Tja, ein Linksfuß mit einem Rechtsfuß-Pass. Aber er muss den mit rechts spielen, weil er es mit links nicht gebacken bekommen hätte. Buzzer! Na, hier hätten wir schon wieder führen müssen, aber der Schuss, der war viel zu zentral. Auch wenn ich überhaupt nicht auf die Zentrale gedrückt hatte. Hab. Tja. Wolf spielt schlecht nach seiner Torvorlage. Richtig mies am Spielen. Das war gerade wieder ein Beispiel dafür. Sinkgraven. Ich brauche halt ein bisschen Unterstützung. Gute Grätsche, mieser Pass von Wolf. Ein weiteres Mal. Ist jetzt ganz, ganz schwach. Spielt gerade sehr, sehr mies. Großes Risiko für uns. Der Pass war okay. Abseits gewesen. Gabriel hat sich schlecht gelöst, bewegt sich dann nicht. Erst löst er sich falsch, dann bewegt er sich wieder nicht und dann ist vorbei. Barca führt gegen Olympiakos mit 1:0. Wolfsburg liegt gegen Celtic auswärts in Front. Und Atletico und Legia spielen auch unentschieden momentan. Also das mit Wolf, dass Wolf der Beste sein soll, unterstreiche ich nicht. Dass Kötze aber schlecht auf der Außen ist, das unterstreiche ich. Und das sehe ich auch so. Kein Zweikampf gewonnen, hat den Gegner durchlaufen lassen, wann immer er wollte. Super beschissenes Spiel von ihm. Kann man so unterstreichen. Nefkara auch hier in der Partie wieder nicht stark. Leider. Nur eine Sechserwertung. Wolf an den meisten Aktionen beteiligt, auch wenn er viele nicht mehr stark macht. Das war eine schlechte Ballmitnahme. Ich habe schon links in andere Richtung gedrückt, aber er konnte nicht kontrollieren. Havertz schnell.
den Grafen mit dem schwachen Fuß. Tja, Nefka hat sich einfach nicht bewegt. Der Pass war gut. Der Pass war wirklich gut. Hätte es auch Elfmeter für geben können. Mit Pech. Carell. Wow. Das war Nefkaras bullshittigster Laufweg, den ich bis jetzt gesehen habe in der Partie. Und wieder Gabriel. Nandes! Gute Partie von ZSK. Gabriel an den Pfosten, den musst du machen eigentlich, Junge. Das war schon ganz schön schlecht. Der macht's nicht direkt. Großer Bolzen vom jungen Mann. Der Jong ist der nächste Wechsel. Das war wirklich ziemlich blöde von FKR, den nicht direkt zu machen. Schindler! Eigentor! Egal! 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 Oder zählt das Tor für Schindler? Ich weiß es nicht. Interessiert tut's mich nicht. Nee. Tut's wahrscheinlich nicht. Hier. Plopp. Fliegt der den Ball rein. Ärgerlich. Gut für uns. Noch so ein Eigentor gedöns. Hört man im Hintergrund. Noch jemand rumschreien. Eigentor. Da kann er aber gar nichts dafür. Mario Fernandes ist ein guter Verteidiger. Würde ich so unterstreichen. Gabriel geht raus. Solanke ist der nächste Wechsel. So schaut's aus. Heute kein Tor für Mr. Champions League in der letzten Saison. Aber NFK spielt auch momentan schwach, unsere 10. Leitet nichts ein für den jungen Mann. Oh, was für eine Ballannahme. Wow. Wieder mal so eine Dummheitsaktion. Das war gar nicht so schlecht. Den Graven nimmt den Ball natürlich direkt. Volley. Alter, wie viel Platz. Aber wie schlecht die Flanke war. Ja, da kreuzte die Arme so. Ja, ich weiß, das war schlecht. Ja, das war wirklich nicht gut. Und FK zum zweiten. Und da kommt Basu einfach nicht ran. Schindler auf Hafez. Langsames Spielaufbau. Langsamer Spielaufbau, versteht sich. Was für Deutsch, ja. Gut auf Hafez gelegt. Der ist technisch nicht so brillant, aber da steht Solanke. Und er kann schon mal schießen aus der Drehung. Wir müssen den Ball halt nur vor unserem Tor jetzt weghalten. What the fuck? Boah, lauf dem die ganze Zeit im Weg rum, echt. Carell. Carell. Carell läuft zu lange nicht, dauert zu lange. Ganz blöd gemacht. Das kann Carell nicht mehr. Und Hafez ist kein Kopfballspieler. Gott sei Dank ist Tarkowski da. Viele schlechte Aktionen gerade von uns. Passen kann der gar nicht, ne? Wolf weiterhin miese Pässe en masse. Schenkt dem Gegner jeden verkackten Ball inzwischen. Ist der Shit.
Tarkowski und dann auf Wolf, der kann eh nicht passen oder einen Ball annehmen. Bisschen Graven. Aber da ist schon keine Ausdauer mehr da gewesen, um noch was mit dem Ball zu machen. De Jong ist ein schwacher Spieler. Zeigt er hier, also körpertechnisch. Wolf steht wie und die beschissen schlecht. Tarkowski hat den Ball aber. Und jetzt kann es schnell gehen. So ein Schwachkopf, Wolf. Aber gut, passiert. Riesengelegenheit, absolut wieder nicht genutzt. Wolf ohne Ausdauer kann gar nichts mehr. Hat so lange eh nicht so sonderlich gut gemacht. Schade, aber das Abseits war. Vielleicht wäre daraus ein bisschen was geworden. Die Aktion war jetzt nicht gut. Aber das heißt ja nicht, dass das hätte nichts werden können, auch wenn er technisch ein ganz schöner Lappen ist. Solanke auf Basur. Das hat er wirklich nicht schlecht gemacht. Hat das Problem, dass sich hier halt niemand einsetzt. Macht das halt selbst. Niemand bewegt sich. Was für ein Trauerspiel. Da wird zu Recht gepfiffen. Das war nämlich wirklich mies. Nefgara spielt heute nicht gut. Solanke tut es eh nicht. Das war von Zagojev richtig stark, der Kopfball. Aber da kann er jetzt eigentlich abpfeifen, der Schiedsrichter. Nefgara, schlechte Stellungsspiel und Abpfiff. 2-1, dank Eigentor von Mario Fernandes. Bin nicht zufrieden, aber wir gewinnen. Das ist die Hauptsache. Auch wenn wir unter aller Sau gespielt haben. Nefgara ist momentan absolutes Nichts im Mittelfeld. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich jetzt Aurelio in der Bundesliga aufstelle. Delay super gespielt, kann nichts dafür. Das sind ja einfach miese Pässe kommen. Zu ihm. Wolf hat bis auf die Torvorlage nur Scheiße gemacht eigentlich. Jeden Zweikampf verloren und jeden Pass verkackt. Aber man muss sagen, Wolf hat sehr viele Bälle gehabt. Also wird er wahrscheinlich trotzdem bei einer 7 haben. Bei einer 7 kleben geblieben sein. So. Weil er hat trotzdem super viel auf dem Platz gemacht. Er war überall auf dem Platz. Überall. Hat immer die Bälle gehabt, immer gefordert. Auch wenn er es nicht gut gemacht hat, war er trotzdem überall da. Die Torvorlage sich gerade hat sehr viel Glück gehabt. Unser Grafen ist halt ein Techniker. Ein guter Spieler. Und dann der Ausgleichstreffer, der war aber auch stark. Außenstand. Keine Chance für Tarkowski im Tor. Nefgara, Basur dann mit dem Distanzschussversuch, aber der war viel zu zentral. Wenn er die Höhe beibehält, aber dafür in der Ecke geht, dann ist er wahrscheinlich unhaltbar. So nicht. Sah schon elferwürdig aus. Gabriel Hernandez, ich glaube, das ist ein ja, guter Reflex gewesen. War sehr zentral. Nandes, Papp, Gabriel, der gibt seinen Pfosten, den muss er schon mal machen als Top-Torjäger. Und da hier die Aktion auch, aber dann ist der Ball sogar drin gewesen und Schindler da viel Glück hat. Solanke. Also Akinfeev heute mit wenig Fehlern. Aber Tarkowski hat auch Blitzreflexe bewiesen heute. Beim Tor war er machtlos. Den muss Nefgara eigentlich einnetzen. Weiß er auch. Das weiß er auch. Delay top heute gespielt. Klare Sache. Solanke gar nichts. Gabriel war okay.
Basio war relativ stark. Wir haben generell nicht so eine super Partie gespielt. Garay hinten stabil gestanden. Das ist halt das Wichtigste. Das kann er wirklich. Der ist ein guter Mann. Wie sieht's aus? Atletico verliert gegen Warschau. Oh mein Gott, wieder so ein Überraschungsgegner in der in der Champions League. Ist klar, dass er den Fußball hier liebt. Spielt ja auch relativ gut. Boah, der Typ ist wirklich interessant. Wirklich. Durch den 1,89 m, was für eine Körperstärke, was für ein Zweikampf, was für eine Größe. Ja, dass wir Garell häufig spielen lassen, ist ja klar. Der spielt guten Fußball, das macht auch Spaß, ihm zuzusehen. Ist alles okay und nein. Gucken wir nochmal kurz in Frankreich nach hier. Den könnte man mal unter die Lupe nehmen. Der ist natürlich auch ein genialer Spieler, wenn er das kann, als Linksverteidiger. Vertrag läuft halt in 7 Monaten aus. Oh, das ist geil. Könnten wir also gratis bekommen. Das ist gar nicht schlecht. Das ist wirklich gar nicht schlecht. Den würde ich dann sogar gerne mit Kusshand nehmen. Wie sieht's hier aus? Vertrag läuft in 7 Monaten aus. Geil. Also Rabiot und dann Vertragsauslaufen. Das ist natürlich richtig cool für uns. Fabinho ist natürlich, interessiert mich natürlich total als Rechtsverteidiger immer noch. Genau wie hier Silva. Weil der hat nur eine riesen Ballkontrolle. Warum habe ich den überhaupt so interessant gefunden? Aber da sind ganz interessante Spieler dabei. Aber so. An dieser Stelle möchte ich mich aber von euch verabschieden. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit 1860 München und mir, dem FKR. Wir schauen nochmal kurz die Gruppen an. Da ein paar Überraschungen sind. Ja, da keine. Hier auch nicht wirklich. Wolfsburg besiegt hat Celtic. Barca auch nicht wirklich überraschend. Liverpool und Bayern auch nicht wirklich überraschend. PSG Valencia ebenso. Ha, Hertha halt, ne? Man City, Sevilla. ManU und Spartak. Ah, ja, Spartak hat halt Porto besiegt. Das ist vielleicht eine kleine Überraschung. Aber wie gesagt, an der Stelle verabschiede ich mich. Wir sehen uns morgen in der Bundesliga wieder. Dann geht's ran gegen den VfB Stuttgart. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, Leute. Und guckt heute Abend Champions League. Bayern gegen Juventus. Haut's rein, Leute. Ciao, ciao.